Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ihr Lieben, wisst ihr eigentlich, woran man erkennt, dass jemand einen anderen Menschen wirklich liebt? Okay, ihr wisst schon, es ist eine Fangfrage. Man erkennt das nicht nur an seinem Tun vielleicht, sondern in erster Linie auch in seinem Gehirn. Forscher haben das Gehirn von Menschen in einem MRT gescannt. Mittlerweile machen das ganz viele verschiedene und haben versucht, durch dieses bildgebende Verfahren bestimmte Gefühlsregungen im Gehirn sichtbar zu machen. Also zum Beispiel, was passiert, wenn ein Mensch traurig ist? Passiert da was im Gehirn? Oder wenn er ängstlich ist? Oder was passiert, wenn er auf einem Bild sein Lieblingsessen sieht? Oder auch, was passiert, wenn er einen Menschen sieht, den er von Herzen liebt? Und da hat man Folgendes festgestellt. Bei Menschen, die lieben, leuchten gleich mehrere Areale im Hirn auf. Und das trifft übrigens nicht nur für Verliebte zu, sondern auch bei Müttern und Vätern, die ihre Kinder auf Bildern sehen oder auch bei Freunden, die ganz eng miteinander verbunden sind. Und das erste Areal, was im Gehirn sichtbar wird, das wird immer dann sichtbar, wenn wir bei irgendetwas Freude und Spaß haben. Also man könnte sagen, das Lustzentrum, da freut uns was und wir sind voll dabei. Die zweite Region, die aktiv wird, ist die, die immer aktiv wird, wenn wir abenteuerlustig werden, also risikofreudiger. Und der dritte Bereich im Gehirn, das ist der, wo das Gefühl von tiefer und echter Verbundenheit empfunden wird. Zum Beispiel, also wenn es so richtig zusammenpasst, zum Beispiel bei einer Mutter, die stillt, wo ganz eng zusammen das klar ist, wir gehören zusammen, wir sind eins. Oder auch ein Kind, das seinen Vater sieht und drauf losläuft und dem Papa in die Arme springt. Da kommt dieses Verbundenheitsgefühl und da gibt es eine Region im Hirn, die schlägt dann so richtig an. Gleichzeitig wurde aber auch festgestellt, dass bestimmte Regionen im Gehirn ihre Aktivität bei Liebe herunterfahren. Besonders der rationalere Teil. Ganz besonders geschieht das bei frisch Verliebten. Was heißt das nun? Das heißt erstmal, wer liebt, leuchtet besonders hell. Aber zum anderen heißt das auch, neurologische Studien belegen endlich das, was wir alle schon lange wissen. Einen anderen Menschen zu lieben ist schön. Es macht Freude. Das Leben fühlt sich intensiver an. Man wird aber auch risikofreudiger und man fühlt sich so wohl,
dass man unter Umständen auch etwa auch mal etwas Irrationales und Verrücktes tun kann. Mit diesen Gedanken können wir vielleicht die folgende Geschichte aus der Bibel, aus dem Markus-Evangelium, etwas besser verstehen und einordnen. Wir hören Worte aus Markus 14. Und als Jesus in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem und kostbarem Nardenöl, und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben können. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie in Frieden. Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt heute für mich getan hat. Liebe Gemeinde, welche Situation war das damals, die hier Markus beschreibt? Nun, Jesus war eingeladen und seine Jünger waren auch dabei und sie feierten oder ließen es sich gut gehen mit ihrem Gastgeber, dem Simon, der einst aussätzig war und von Jesus geheilt worden war. Und wahrscheinlich waren auch noch ein paar andere Männer im Dorf mit dabei. Und während die Männer, das war eine Männerrunde, aß und sich so richtig hinflözte, würden wir heute sagen, denn die haben damals beim Tisch nicht gesessen, sondern die lagen auf dem Boden. Da, mitten in diese Szene, platzt eine Frau herein, mitten in die Männerrunde und scheint irgendwie etwas ganz Verrücktes zu tun. Nun kann man sagen, für uns ist das heute ja auch schon befremdlich, dass da Jesus gesalbt wird von einer Frau. Aber jetzt müsst ihr euch vorstellen, für die damalige Männerrunde, die da anwesend war, war das nicht nur befremdlich, das war auch irgendwie peinlich. Das war ja viel zu intim. Was macht da eine Frau? Geht auf Jesus zu, gießt da Öl, Salböl auf sein Haupt. Das war viel zu intim und einfach total verrückt. Und das hatte vor allen Dingen drei Gründe. Zum einen, Männer und Frauen aßen niemals zusammen. Das kennen wir glücklicherweise heute in unserem Land nicht so, aber in manchen orientalischen Gebieten dieser Welt ist das heute auch immer noch so. Auch in afrikanischen Stämmen kann das so sein, dass die Männer und Frauen getrennt essen. Und zwar isst man vorher zusammen und nachher auch, aber beim Essen eben nicht. In manchen Ländern hat das den Hintergrund, dass Frauen zum Beispiel in ihrer Frauenrunde dann auch ihre Kopfbedeckung ablegen können und eben ungeniert essen und sich unterhalten können. Also getrenntes Mahl. Nun ist das, wie gesagt, für uns heute nicht mehr so das, was wir kennen. Aber damals war das für die Leute normal gewesen. Vielleicht kennt ihr das heute noch so ein Stück weit, wenn man so ein Fest feiert. Corona hat es ja nicht so möglich gemacht, aber wenn man mal ein richtig schönes, großes Fest hat, dann ist es meistens am Ende des Abends so, dass ganz viele Frauen in der Küche sich unterhalten und die Männer draußen auf dem Balkon oder im Garten rummachen. Also, dass sich das so ein bisschen separiert, weil man sich eben dann auch Männer oder Frauen Dinge sagen kann. Also, die Frau in unserer Geschichte wollte nun mit ihrer Aktion bestimmt nicht diese Sitte aufheben. Aber sie hatte ein anderes Problem. Könnt ihr euch vorstellen, was? Ups, was passiert? Oh! Sie hatte ein anderes Problem. Die Frau hatte keine Geduld mehr zu warten, bis das Essen der Männer fertig war, damit sie endlich zu Jesus konnte. Ohne nachzudenken, ist sie einfach in die Männerrunde geplatzt
Und das war für die damalige Zeit ganz schön verrückt. Dann kommt das zweite, der zweite Fauxpas. Jetzt gehe ich mal hier hin, da kann ich ein bisschen besser schwätzen. Der zweite Fauxpas, jetzt musst du natürlich gucken, ob du mich noch siehst. Ich sehe schon, ich muss hin und her laufen. Der zweite Fauxpas, den sie gemacht hat, war, dass sie Jesus gesalbt hat. Nun müsst ihr wissen, Salben, das gab es damals, das war nichts Ungewöhnliches. Es wurden Priester gesalbt, es wurden Könige gesalbt und auch Propheten. Aber dass eine Frau einen Mann gesalbt hat, das war out. Also gesalbt wurde man schon, aber eine Frau hat niemals einen Mann gesalbt. Also auch das war der zweite Fehler. Nicht nur ihre Ungeduld, dass sie da reinplatzte, sondern dass sie was tat, was eigentlich eine Frau niemals tun durfte. Und unterschwellig gab es da noch eine ganz andere Tiefendimension mit. Sie hat nämlich durch dieses Salben deutlich gemacht, das ist der König, der wahre König. Das ist unser wahrer Priester. Das ist der Messias. Und Messias heißt übersetzt der Gesalbte. Also sie hat eigentlich das schon erkannt, was die Männerrunde noch lange nicht erkannt hat. Und mit dem Herzen der Liebe hat sie das herausgefunden. Und deswegen macht sie das, was ganz Verrücktes, was sie eigentlich niemals hätte damals tun dürfen. Sie salbt als Frau einen Mann und sagt damit, das ist mein Herr und Heiland. Ja, und dann, jetzt muss ich fast schon wieder springen, dann macht sie natürlich noch einen dritten, dann macht sie natürlich noch einen dritten Fehler. Der dritte Fehler ist, und das bringt das Fass zum Überlaufen, der dritte Fehler ist, dass sie das Teuerste, was sie hat, nimmt, um Jesus zu salben. Nardenöl heißt das da. Und das war so teuer, das hatte man eigentlich, sage ich mal, so für seine Lebens- und Altersvorsorge, so ein teures Öl. Das war mehr wert als ein ganzes Jahresgehalt, also was ganz Kostbares. Und für Frauen war das, wenn die damals heiraten sollten, schon mal so was Wertvolles, so eine Mitgabe für die Hochzeit, beziehungsweise wenn sie nicht geheiratet haben, doch irgendetwas, was ihr Überleben gesichert hat. Und das ist das, was die Jünger und alle, die da sitzen, nun am meisten aufregt. Wieso ein Mensch so verrückt ist, seinen kostbaren Besitz in einem einzigen Moment über den Kopf von Jesus zu gießen. Und was sagen sie? So was Verschwenderisches, so was Blödes, könnte man doch das Geld wenigstens nehmen und den Armen dann das Geld geben. Und was macht Jesus? Er tadelt die Frau nicht, sondern er lobt sie. Und warum? Weil er hinter ihrer ganzen Verrücktheit erkennt, wie sehr sie ihn liebt. Jetzt sind wir wieder beim Scanner, bei dem MRT, ne? Bei der Frau hat es geleuchtet im Hirn. Mindestens 3 Regionen waren da. Und warum? Weil diese Frau vorher Jesus begegnet ist. Und Jesus hat ihr Heil zugesprochen. Jesus hat gesagt, ich liebe dich heraus aus all deinen Verhältnissen. Wahrscheinlich war sie, sagt die Bibel, eine Prostituierte. Und das hat die damals nicht besonders gerne gemacht. Es gab gar nicht viele andere Möglichkeiten, heute auch nicht. Manchmal rutscht man in was rein, weil es nicht anders geht. Und Jesus hat gesagt, obwohl du so bist, ich liebe dich. Und Gott liebt dich. Er hat ganz viel für dich übrig. Und deswegen hat diese Frau aus Liebe so etwas Verschwenderisches getan. Nun ist es so, nun hat ja Jesus, und das haben wahrscheinlich die Männer im Raum auch im Hinterkopf gehabt, auch immer gesagt, geht mal ordentlich mit eurem Besitz um. Es gibt ja einige Gleichnisse, wo es ums Geld geht und unser Haben und was wir alles besitzen. Und da sagt er, ja, hängt euer Herz nicht an das Geld. Wenn, dann sorgt dafür, dass es ordentlich zugeht. Häuft nicht mehr an, als ihr für euer Leben braucht. Und das sagt Jesus immer, weil er sagen will, vertraut mir, vertraut Gott mehr als auf eure Güter, weil das vergeht eines Tages. Aber die Beziehung zu mir, die bleibt. Nun war Jesus aber auch einer,
der selber, wenn man so will, verschwenderisch gelebt hat. Jesus hat Wasser in Wein verwandelt. Er hat Tausende von Menschen mit Brot versorgt. Wenn man so will, war das auch überflüssig. Er hat auch vor lauter Liebe verschwenderisch gelebt. Vor lauter Liebe für uns. Und schließlich hat er aus lauter Liebe auch was Verrücktes getan. Er ist nämlich für uns gestorben. Und das ist etwas, was total irrational ist, was wir überhaupt bis zum heutigen Tag nicht ordentlich erklären können. Aber er hat es aus Liebe zu uns getan, weil er möchte, dass du weißt, du bist einzigartig, von Gott gut gemacht. Und weil er möchte, dass auch wenn Dinge in deinem Leben nicht funktionieren, dass du sie einfach auch ihm geben kannst. Ich möchte euch alle mal einladen, dass ihr euch mal nächste Woche hinsetzt. Einfach mal vielleicht an einem Abend, wo ihr Zeit habt. Ihr dürft auch ein Glas Wein dazu trinken. Egal. Macht's euch gemütlich. Und dann möchte ich euch einladen, denkt einmal darüber nach, wo könnte mir Jesus jetzt gut tun? Was bräuchte ich jetzt von ihm, dass es in meinem Leben gut geht? Vielleicht ist es etwas, wo er heilend seine Hand drauflegen muss, weil du da eine Verletzung hast. Vielleicht ist es etwas, dass er dir ein bisschen einen Schubs gibt, weil du irgendwo drin hängst vor lauter Misserfolg. Vielleicht ist es aber auch etwas, was dich sorgt und ängstigt. Frag doch mal nächste Woche, was könnte mir Jesus mal Gutes tun? Und zwar Gutes deshalb, weil er mich liebt. Weil dieser Tod am Kreuz nicht umsonst war, sondern weil er uns damit sagen will, nichts ist so schlimm auf dieser Welt, dass Gottes Liebe nicht noch stärker ist. Und ich wünsche uns allen, dass wir auch so ein bisschen diese verschwenderische Liebe bekommen. Und zwar, weil er uns so liebt, darf es bei uns auch hell leuchten. Und ich wünsche uns, dass wir als Gemeinde das in den Mittelpunkt stellen. Nicht immer, was der eine macht oder andere nicht oder so und wenn es auch manchmal verrückt ist, sondern dass wir nach dem Herzen dahinter fragen. Das Herz, das Jesus liebt und von Jesus geliebt wird. Und zwar total verrückt und verschwenderisch. Der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Amen.